So, wir wollen eine Raumdiagonale im Würfel machen in Keynote und das machen wir so, indem wir hier mal nach Würfel suchen und dann finden wir hier schon einen schönen Würfel. Mache ihn ein bisschen größer, gefällt mir noch nicht ganz so gut. Ich verändere ihn, indem ich die Füllung einmal wegnehme und indem ich hier bei Rahmen auf Plus gehe. Und wenn ich will, kann ich sogar noch einen Schatten dazugeben. Ja. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Jetzt zeichne ich mal die Diagonale in der Grundfläche ein. Das ist eigentlich nur eine Linie, weil das brauche ich. Und mir helfen diese gelben Linien, um die Eckpunkte des Würfels zu finden. Ja, und dann sehen wir schon einmal, dass wir in der Grundfläche diesen rechten Winkel haben. Und dann zeichne ich nochmal eine Raumdiagonale ein. Die geht von hier nach hier zum Beispiel. Und die Diagonale da unten mache ich zum Beispiel vom Stil her strichliert. Ja, dann erkennt man hier die Raumdiagonale im Würfel. Und ja, dann mache ich noch eine Beschriftung mit Textfeldern. Wir haben hier A und wenn ich 2a mache, bekomme ich auch mein kleines a, das ich gerne hätte. Und dann kopiere ich dieses Textfeld und habe hier auch a. Und nochmal, weil die Höhe ist ja auch a. Na, komm her da. Lass du dich verschieben. So. Und dann haben wir vielleicht noch ein DD für die Diagonale da unten zum Beschriften. Ja. Weiter runter. Und dann haben wir ja noch DR. DDR muss ich eingeben. Das wäre jetzt die Raumdiagonale. Ja, dann habe ich die. Naja, und dann kann ich noch irgendwo die Formel hinschreiben.